Gott, ich möchte euch ein aufgebrauchtes Video abdrehen. Das Video ist von Oktober, damit ich nicht durcheinander komme. Fangen wir auch gleich mal an, weil es sind schon ein paar Dinge, die ich euch zeigen will. Auch ein paar Standarddinge. Ich habe wieder meinen Haarspray leer gemacht von L'Oreal, den Elnette mit dieser schwarzen Schrift. Ich benutze nur den. Also ich habe den heute auch wieder drauf, weil ich mir Locken gemacht habe. Also ich benutze wirklich nur den. Ich kaufe ihn mir auch immer wieder nach. Ein paar Backups habe ich noch, aber ich will den nächsten dann beim DM nachkaufen, weil die Flaschen einfach größer und günstiger sind. So, eine Tuchmaske habe ich leer gemacht. Ich hoffe, ich beeile mich nicht zu sehr, aber ich muss mich dann noch mit einer Freundin treffen. Eine Tuchmaske habe ich leer gemacht. Von Action, glaube ich, war die. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mit so niedlichen Kirschen drauf. Ich fand sie gut, aber ich würde mir dabei keine mehr nachkaufen, weil ich habe einfach zu viele Tuchmasken. Ich muss mal wirklich welche verbrauchen. Aber gut, war sie auf jeden Fall jetzt schön Feuchtigkeit gespendet. Das blieb auch ein bisschen auf der Haut. Man konnte das dann mit dem Rosenquarzroller noch einmassieren. Die war wirklich gut. Was ich auch gut fand, war von Ebelin die Augenbrauenrasierer. Ich habe die gerade noch zwei in Verwendung. Die finde ich wirklich gut. Die halten auch sehr lange. Ich habe den dritten nämlich irgendwo anbaut und weiß gar nicht wo. Ich glaube, da waren drei Stück drinnen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber die fand ich gar nicht schlecht und die würde ich mir auch wieder nachkaufen. Weil normalerweise habe ich ja die von Müller. So, einmal habe ich eine neue Ampulle aufgebraucht. Die Coconut Milk heißt die, glaube ich. Genau. Die ist echt gut. Und ich bin schon am überlegen, ob ich sie mir bunkern soll oder ob ich noch warten soll. Weil ich habe fast keine Ingwer mehr. Die Glow und die Ingwer habe ich fast nicht mehr. Die sind mir ausgegangen fast. Also könnte ich mir die noch ein bisschen bunkern. Und die Niacinamid, die will ich nämlich auch nochmal haben. Einmal habe ich die Augenpads von Balea aufgebraucht. Die liebe ich, wenn schnell gehen muss und ich will die vorm Schminken noch raufgeben, benutze ich meistens immer die von Balea. Kaufe ich mir immer wieder nach, aber ich habe genug Augenpads dabei. Hydrogel Lip Patch habe ich auch aufgebraucht von Müller. Kennt sie eh auch schon, mag ich auch sehr gern. Die sind halt ein bisschen teuer, da würde ich vielleicht warten, ob eine Aktion oder so kommt. Aber die sind schon, ich glaube, das Ding kostet 2 Euro oder so. Das ist schon relativ teuer, wenn wir ehrlich sind. Eine Make-up-Probe von Yves Saint Laurent habe ich leer gemacht. Das war mir viel zu dunkel. Das war mir wirklich viel zu dunkel. Ich habe das mit irgendwas anderem mischen müssen. Das habt ihr in einem Video von mir gesehen. War okay. Würde ich mir aber jetzt exakt nicht nachkaufen. Ich habe eh genug Zeug. Ich hasse ja Make-up-Proben, das habe ich euch in einem anderen Video schon erzählt. Ich mag Make-up-Proben überhaupt nicht. Dann habe ich eine Balea-Maske aufgebraucht. Die fand ich jetzt auch nicht so gut. Mich juckt so meine Haut, das ist echt unmöglich. Die fand ich auch jetzt nicht so gut. Den Duft fand ich mega. Aber wenn ich die auf die Haut versucht habe aufzutragen, ist mir das vom Gesicht runtergeklatscht. Also die war sehr, sehr flüssig dieses Mal. Das Duschgel ist noch nicht ganz leer, aber ich werde es euch schon zeigen und dann gleich entsorgen. Ich habe das nämlich in der neuen Wohnung als Seife reingefüllt, weil ich keine Seife gefunden habe, die ich schnell reinfüllen konnte. Das Duschgel mag ich überhaupt nicht. Das ist von Action, dieses Banana-Duschgel. Ging gar nicht. Deswegen habe ich das jetzt in der neuen Wohnung als Seife und da funktioniert es eigentlich relativ gut. So, die Augenpads kennt ihr sowieso. Das sind die von Primark, die es ja leider nicht mehr gibt, die was eher so eine Tuch Augenmaske ist, aber ich liebe die. Also ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups, weil ich war vor kurzem im Primark und habe, ihr habt sie, glaube ich, das Video schon gesehen, und habe gesehen, dass die nicht mehr gibt. Also, ja. Aber die finde ich wirklich gut. Bin froh, dass ich so viele Backups gekauft habe. Was ich noch gut fand, waren die Isana Hydrogel Augenpads und denen jammer ich ein bisschen hinterher, weil die war, also die Aloe Vera fand ich echt nicht schlecht, weil die ist nicht so vom Auge runtergerutscht, also die fand ich nicht schlecht, aber wie gesagt, ich habe genug und an die komme ich eh nicht mehr so leicht ran. Vom Balea habe ich noch eine Crememaske aufgebraucht, das war die weiße Mango Maracuja. Die fand ich vom Duft jetzt nicht so spannend, aber die war wenigstens nicht so flüssig wie die Melone. Aber vom Duft her haut die mich jetzt nicht so um. Da kommen jetzt zwei neue raus, die ich bis jetzt nur die Vanille erwischt habe. Bis jetzt. Dann die Lemon Squeeze Tuchmaske habe ich auch aufgebraucht. Diesmal fand ich sie gut. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich meine, das Tuch ist ja sowieso witzig mit den Zitronen drauf. Diesmal fand ich die gut. Die hat schön Feuchtigkeit gespendet, die ist nicht runtergerutscht. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber diesmal fand ich sie nicht schlecht. Aber sie gibt es eh nicht mehr. Also, was ich auch sehr, sehr gut fand. Das fand ich wirklich Bombe. Das ist von der Marke Frudia. Eine Tuchmaske und die war mega. Ich habe ja im letzten aufgebraucht, glaube ich, war das die Mango-Reihe aufgebraucht. Und ich habe schon nachgeschaut, welche es noch davon gibt. Und wenn ich irgendwann einmal weniger habe, werde ich mir davon alle kaufen. Einmal mindestens. Damit ich sie alle mal testen kann. Und ich hätte gern die und die Mango wieder, weil der Duft war von der mega.
Die hat richtig lange Feuchtigkeit gespendet. Ich habe danach nicht mal meine Pflege verwenden müssen. Die war echt gut. Was ich nicht so gut fand, war von Clarins das kleine Peeling, was ich als Probe hatte. Das war dieses Peeling Beauty Eclat, was ich euch in dem Haul-Video gezeigt habe. Ich habe es schon aufgebraucht. Es war viel, viel, viel zu flüssig. Ich habe es auch aufgeschnitten. Da war nicht mehr viel drin, weil das so flüssig war. Aber ich habe es trotzdem aufgeschnitten. Das Problem ist, das ist ein AHA und BHA Peeling. Das heißt, man muss eigentlich nach dem Peeling noch einen Sonnenschutz tragen, wenn man in die Sonne geht. Ich habe das nachgelesen extra. Ja, der Peeling-Effekt war einfach nicht vorhanden. Es soll ja auch porenverfeinernd sein, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Also ich brauche auch ehrlich gesagt ein Peeling, wo Körnchen drin sind. Und das ist hier einfach nicht. Für diejenigen, die das nicht mögen, die diese Körneln im Peelings nicht mögen, ist das eher was. Aber ich bin so eine, ich muss merken, dass sich da was tut. Also ich brauche diese Kügelchen, um zu merken, dass ich peele. Das war bei dem leider nicht so. Deswegen bin ich ganz, ganz happy drüber, dass ich mir das nicht in groß gekauft habe, sondern dass ich es in klein mal ausprobieren konnte. Ein Hoch auf die Proben. Das kennt ihr ja eh auch auswendig. Das ist meine In-Dusch-Lotion von Nivea. Die kaufe ich mir immer wieder nach, brauche ich immer wieder auf. Kennt ihr eh schon auswendig. So wie mein Deo, da habe ich jetzt aktuell noch eins in Benutzung, weil in meinem L'Oreal Adventkalender ist wieder der Pure, glaube ich, drinnen, den ich so gern mochte von Biotherm, den Deo Roller, und den mag ich viel, viel lieber. Ich mag das auch, aber ich mag das von Biotherm noch einen Ticken lieber wegen dem Duft. Also ihr wisst, ich bin ein Duftjunkie, das hat ja keinen richtigen Duft leider. Trotzdem mag ich es sehr, sehr gerne, das habe ich... Verwende ich auch gleichzeitig mit einer Freundin, mit der lieben Vivi, die benutzt das auch. Da habe ich letztens so lachen müssen, wie wir in Budapest waren. Aber ich finde es nicht schlecht. Nur trotzdem würde ich eher vielleicht zu einem Biotherm tendieren. Aber schauen wir mal. Weil das letzte Backup verwende ich gerade, also brauche ich mir keins kaufen. Ich habe es im Adventkalender. So. Ein Alverde Anti-Fett-Shampoo habe ich auch leer gemacht. Da habe ich das letzte bisschen noch verwendet. Ich fand es überhaupt nicht gut. Der Stefan hat das dann hauptsächlich benutzt. Mir hat es nicht gefallen. Also ich werde kein Alverde-Shampoo mehr kaufen. Das war jetzt das letzte, was ich probiert habe, und ich werde keins mehr kaufen, weil für mich tun die nicht das, was sie sollen. Also die hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Da mag ich das Nature Box, was ich heute wieder verwendet habe, viel, viel lieber, weil da glänzen meine Haare richtig. Und das war einfach gar nichts. Noch eine Clarins-Probe habe ich aufgebaut. Das war schon eine etwas ältere. Und weg ist sie. Hey, du bist. Kennen wir ja eh schon. Das war eine feuchtigkeitsspendende Maske. Ich habe sie auch aufgeschnitten, wie immer. Ich schneide immer die Clarins-Proben auf, auch wenn sie mir nicht so gefallen hat. Da habe ich sie irgendwie mit dem Wegwerfen schon wieder. Ich schneide die immer auf. Ich finde, da kommt noch einiges an Produkt raus und man sollte immer die Clarins-Proben, generell Proben auch aufschneiden, weil da bekommt man noch sehr viel Produkt raus. Ja, ich habe leider noch so viele Masken. Ich muss ernsthaft mal welche aufbrauchen. Aber wenn ich mal irgendwann weniger haben sollte, würde ich mir die definitiv nachkaufen, weil die ist wirklich gut. Der Stefan hat eine Duftprobe aufgebraucht von Eros Versace. Er hat jetzt nicht gesagt, ob er ihm gut gefallen, und an ihm hat der mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut gefallen. Also ist es kein Produkt, das jetzt mal nachkauft wird, weil sein Armani geht nämlich aus dem Sortiment der Diamonds, den ich euch schon mal in einem anderen aufgebraucht Video gezeigt habe. Der geht aus dem Sortiment und darüber ist er nicht sehr glücklich. Ich habe noch ein Peeling aufgebraucht, das war von Cadea Vera von der Müller Eigenmarke. Ich fand es nicht gut. Ich fand es wirklich nicht gut. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Das hat nicht so einen Peeling-Effekt, den ich mir gerne gewünscht hätte. Der Peeling-Effekt war viel zu mild für mich. Ich brauche halt, ich habe es euch vorher schon gesagt, ich brauche wirklich, dass man da was spürt. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich nicht mehr so viele Peelings als Backup habe. Ich habe jetzt gerade aktuell noch eins von L'Oreal, das ist bald leer. Ein Clinique, und dann habe ich noch ein großes von einer anderen Marke und eines von Oliveda, und das war's dann. Und da bin ich so stolz auf mich, dass ich so brav die Peelings leer mache. Ja, ich habe nämlich in dem Monat sehr viele Peelings leer gemacht. Ich kann euch die Probe auch gleich zeigen, die ich aufgebraucht habe. Aber das werde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Das fand ich überhaupt nicht gut. Ich kann es euch nochmal genauer zeigen. Für wieder Leute, die was eher mildere Peelings mögen, ist das gut, aber ich mag es nicht. Von dem war ich auch ein bisschen enttäuscht. Das ist das Ahava Peeling. Mir hat dieses Gefühl danach so gefehlt. Ich kann mich erinnern, ich habe das früher mal in Originalgröße gehabt. Ich glaube 2-3 Mal oder so. Und da war ich so begeistert von dem Peeling und das war irgendwie weg. Vielleicht kann ich noch in der Arbeit eine Probe ergattern. Würde ich mir wünschen, damit ich es nochmal testen kann. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Weil sonst würde ich mir das noch einmal in Originalgröße kaufen. Aber wenn ich nicht so begeistert davon bin, will ich es eher vermeiden. Aber ich versuche noch eine Probe abzustauben.
Vielleicht darf ich ja noch eine haben, wenn wir eine haben. Das war jetzt ziemlich verwirrend. Wenn wir noch eine vorhanden haben, könnte ich ja fragen, ob ich sie haben darf. So. Und dann schauen wir mal, ob ich es doch nicht so gut finde. Weil ich mag die von Clarins irgendwie lieber, diese Zuckerpeelings. Aber schauen wir mal. Bei Peeling bin ich sehr unentschlossen, was ich jetzt behalte und was nicht. Meine Pinselseife ist leer gegangen. Ich kaufe die mir ja immer nach und wechsle die dann einfach aus. Habe ich jetzt aktuell wieder in Verwendung. Dann habe ich 3 Ampullen leer gemacht. Die Nachtampulle habe ich mir noch nachgekauft, wie ich wieder arbeiten gegangen bin, weil die geht aus dem Sortiment leider. Ich habe noch 3 Backups kaufen können, weil der Rest war alles leider schon weg und sie war schon reduziert, also habe ich mir noch die 3 letzten mitgenommen. Eine habe ich dieses Monat noch aufgebraucht. Ja, ich finde sie okay, aber der traue ich jetzt nicht so hinterher. Ich finde die Verpackung halt immer so schön, was er Cadavera macht. Habe ich noch einmal 2 aufgebraucht von meinen letzten Backups, einmal die Ingwer und die Glow. Beide liebe ich ja. Die Glow ein bisschen weniger, eher die Ingwer, das war ja meine allerliebste und ich war echt traurig, wie ich gesehen habe, dass ich davon nicht mehr viele habe. Aber es kann ja nicht alles ewig halten und ich bin stolz, dass ich so viele gehabt habe und es kommen eh immer regelmäßig neue raus. Also dann habe ich die neuen Cadavera Reinigungstücher aufgebraucht, die finde ich auch sehr gut. Die finde ich auch wirklich sehr gut. Das Verpackungsdesign ist sowieso mega schön, da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber, aber die fand ich auch sehr, sehr gut. Werde ich mir bis jetzt immer wieder nachkaufen, bis sie halt wieder aus dem Sortiment gehen und was Neues kommt. Ist halt so, das kann man halt nicht aufhalten. Eine straffende Hydrogelmaske habe ich auch aufgebraucht von Balea und die war mega gut. Jetzt so gut gerochen und ich liebe die Hydrogelmaske und ich bin in letzter Zeit echt faul gewesen und sollte noch welche machen. Aber ich war so faul in letzter Zeit, weil die fand ich wirklich, wirklich gut von Balea. Und leider habe ich dann nur ein Backup und ich fand die Verpackung ja so... so mega schön. Die Verpackung war mega schön. Also die Hydrogel liebe ich von Balea. So, einmal habe ich auch Isana Kokos Augenpads aufgebracht. Die fand ich okay. Mir haben die Aloe Vera irgendwie besser gefallen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber schauen wir mal. Ich habe eh noch ein paar Backups. Schauen wir mal, ob sich meine Meinung ändert. Was ich auch mega gut fand, war von Glam Glow. Die Marken sind also so teuer. Ich habe eine Probe in meinem Badezimmer gefunden und wollte jetzt endlich mal aufbrauchen. Diese Maske hier. Ich werde mir das wahrscheinlich aufheben, weil ich überlege, mir die in Original nachzukaufen. Aber erst, wenn ich ein paar aufgebraucht habe. Ich habe nämlich wirklich zu viele Sachen und die müssen jetzt mal leer werden. Ich habe jetzt heute zum Beispiel verwendet eine von Cores. Die möchte ich auch unbedingt leer machen. Und dann reden wir mal weiter, welche ich als nächster nachkaufe. Aber ich will zuerst mal ein paar verbrauchen. So, eine Zahncreme habe ich leer gemacht. Der Stefan hat die angefangen und ich habe sie jetzt aufgebraucht, beziehungsweise wir haben die jetzt gemeinsam benutzt, weil meine habe ich schon leer gemacht, die müssten da drin auch noch irgendwo rumfliegen. Und ich habe mir gedacht, dann benutze ich die mit ihm mit, dass wir die schneller leer kriegen, damit nur noch eine jetzt im Badezimmer aktuell steht. In der neuen Wohnung werde ich wahrscheinlich wieder 2 separat verwenden, aber jetzt, ja, mal eine nur. Die finde ich okay, die kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich eine Seife aufgebraucht von Palmolive und die fand ich wirklich gut. Die hat auch relativ lang gehalten. Ich fand die mega gut. Ich werde die mir auf jeden Fall nachkaufen. Das war eine Schaumseife. Leider riecht man nichts mehr. Aber der Duft war so mega gut und der hat so lange auf den Händen gehalten. Deswegen werde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Muss aber erstmal meine Backups mal minimieren, bevor ich mir wieder was nachkaufe. Ich habe gar nicht gerechnet damit, dass ich doch so viele große Dinge leer gemacht habe. Zum Beispiel das hier. Das war ja mega furchtbar. Ich habe es gehasst wie die Pest. Das ist von Novo Expert das Reinigungsöl, was auch zum Abschminken geeignet ist. Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich habe den Rest dann auch weggekippt, deswegen ist da jetzt noch ein bisschen was drinnen. Da war nicht mehr viel drinnen, ich glaube nur noch so und ich habe es einfach weggekippt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe dieses Produkt so gehasst wie die Pest. Da ist ja das von Biotherm und von L'Oreal noch... Warte, nicht L'Oreal. L'Oreal ist Biotherm und Lancôme. Da ist ja das von Biotherm und von Lancôme viel, viel besser als das hier. Das hat überhaupt keinen Eyeliner und Mascara runtergenommen. Ich fand das überhaupt nicht gut. Werde ich mir überhaupt nicht nachkaufen. Ich fand das furchtbar, dieses Ding. Ich finde auch generell die Marke nicht so ansprechend. Die Marke haut mich jetzt nicht so um. Und das Öl war wirklich schlimm. Das war auch so, so schmierig und es hat einfach nichts von den Augen runterbekommen. Also... ich musste dann noch mit diesem Biotherm-Balsam drüber gehen, damit ich mich überhaupt abschminken konnte. Also das war wirklich nichts. Noch eine Zahncreme habe ich leer gemacht. Das ist die Shine On. Die kennt ihr ja eh von mir. Ich liebe die, aber aktuell hat es, glaube ich, nur noch der Action. Ich werde mir dabei keine mehr nachkaufen, weil ich habe so viele in der neuen Wohnung rübertragen. Es ist eine ganze Kiste voll Zahncreme, deswegen kaufe ich mir erstmal keine mehr nach. Im Haul wird es ziemlich wenig, wenn ich mal einen Haul mache, wieder... vorkommen. Ich habe 2 Duschgele auch leer gemacht. Einmal das
Gurke Bambus, jetzt musste ich ablesen. Das war echt gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe das sehr, sehr gerne verwendet. Aber es riecht so ein bisschen nach, ich weiß nicht, so grasmäßig. Also es ist irgendwie so, es hat einen eigenen Geruch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt noch ein Backup davon habe. Wenn ja, werde ich das aufbrauchen, aber nachkaufen werde ich es mir nicht. Ich hätte so gern irgendein anderes noch von Chorus, aber ich muss mich erst einmal durchtesten. Und zuerst, bevor ich mir irgendwas kaufe, will ich noch urviele Duschgele leer machen, weil ich habe zu viel Zeug. Ich habe ein Duschgel leer gemacht. Das war vom Balea das Candy Kiosk von einer Limited Edition. Ja, ich habe mir das ja dreimal nachgekauft, weil das ja reduziert war. Also habe ich es mir nicht nachgekauft. Ich habe es mir dreimal damals gekauft, weil es ja reduziert war. Ich finde es gut. Ich habe das auch, glaube ich, schon zum zweiten Mal aufgebraucht. Ich habe nur noch ein Backup davon. Bei mir ist jetzt so eine Phase in letzter Zeit, ich will keine Duschgele mehr kaufen. Und das funktioniert auch relativ gut, was mich eh wundert. Weil ich habe so viele Duschgele. Und jetzt aktuell gibt es eins von Balea. Das heißt Mandel-Baumwolle, glaube ich. Ich hätte das so, so gerne. Aber ich habe so viele Duschgele. Ich habe ja auch noch das Balea-Cookie-Duschgel, glaube ich, 3-4 Mal oder so. Und das andere, dieses Mandarine habe ich auch 4-mal noch. Ich meine, ich liebe das. Auch das finde ich gut, aber wenn ich es vergleichen würde, finde ich das besser. Aber ich habe eindeutig zu viele Duschgele. In meiner neuen Wohnung habe ich nicht so den Platz wie jetzt. Ich habe ja jetzt da im alten Backup hatte ich das alles in einen Schrank, der mit Schiebetür war. Und in mein neues Vorzimmer kriege ich den Schrank nicht rein. Ich meine, ich nehme sowieso kaum Möbel von da mit, aber so einen Schrank würde ich dort nicht hinbekommen, weil da einfach zu wenig Platz ist. Sonst hat man Probleme beim Durchgehen. Ja, jetzt habe ich eine andere Lösung. Schauen wir mal, ob das so eine gute Lösung ist. Weil die Winterduschgele will ich so gut wie möglich jetzt dann bald aufbrauchen. Ich habe jetzt noch in der alten Wohnung viele, die nehme ich dann in die neue mit, wenn wir fix drüben sind. Dabei läuft es ein bisschen drunter drüber in der neuen Wohnung, leider. Ja, aber deswegen kurz am Rande, deswegen hoffe ich, dass ich so viele Duschgele wie möglich leer mache. Eins wird bald wieder leer, da bin ich echt happy drüber. Aber die beiden fand ich echt gut. Da habe ich jetzt nur noch ein Backup. Man kann es jetzt leider eh nicht mehr nachkaufen, damit wir auch zu dem Thema zurückkommen, wo wir eigentlich sind. Und da bin ich so froh, dass ich noch ganz, ganz viele Backups habe. Ich liebe dieses Duschgel. Sogar der Stefan hat gesagt, dass das in der ganzen Wohnung riecht, wenn ich das verwende. Ich könnte das inhalieren. Mit dem will ich noch ein bisschen sparsamer umgehen, weil ich finde, Vanille, Mandarine kann man auch im Sommer oder Frühling verwenden. Das stört jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich finde das mega und ich bin so traurig, dass das nicht mehr gibt. Aber ich glaube, es hat keine Filiale mehr. Leider. Ich habe mir nämlich von einer anderen Filiale schon so viele Stück schicken lassen und ich glaube, dass es das nicht mehr gibt. Aber ich werde mal das andere ausprobieren. Da gibt es ja noch zwei verschiedene, die werde ich demnächst auch einmal ausprobieren. Aber ich will vorher, bevor ich das mache, noch genug verbrauchen. Weil ich habe auch davon von Mr. und Mrs. Panda eine Seife leer gemacht. Die finde ich echt gut. Die ist mit spritziger Pomelo. Die war echt genial. Sogar der Stefan hat gesagt, die ist gut. Da ist nur leider ziemlich wenig drinnen. 300 Milliliter. Also die ging bei uns sehr, sehr schnell leer. Aber ich würde sie mir trotzdem nachkaufen. Die andere will ich auch unbedingt haben, weil da gibt es eine zweite. Die werde ich mir auch einmal kaufen. So, Endspurt. Ein paar kleine Sachen habe ich noch und ein paar große Sachen habe ich noch. Machen wir mal mit denen ein bisschen in der Hand weiter, was ich da habe. Weil das sind doch noch ein paar Dinge. Ich habe einmal die Augenpads von Action aufgebraucht. Ich benutze die so, so gerne und ich habe so viele Backups, das ist echt gestört. Ich habe schon überlegt, ob ich ein paar auch verschenken soll, zu Weihnachten oder so. Aber das mache ich dann, wenn ich in der neuen Wohnung bin, so die ich das ein bisschen aus und werde die dann ein bisschen verschenken, weil ich habe wirklich noch viel Zeug, wirklich viel Zeug. Aber ich finde sie gut und ich würde sie mir immer wieder nachkaufen. Was ich nicht so gut fand, die werde ich mir nicht mehr nachkaufen, war von Action eine Maske, eine Tuchmaske. Eine aktuelle Lieblings-YouTuberin von mir zeigt die ja immer so oft her. Die mag auch die orange Variante und ich glaube, ich habe die Aloe Vera Variante noch. Aber mich hauen die irgendwie nicht so um. Sie sind okay, aber sie sind jetzt nicht so gut, dass ich sie mir unbedingt nachkaufen würde. Da mag ich eher die von Fruita oder wie die da geheißen hat. Die würde ich mir eher nachkaufen als die. Die ist okay, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Mir fehlt halt dieser Duft, ihr kennt mich ja jetzt schon. Wenn das nicht so einen speziellen Duft hat, dann interessiert mich das meistens nicht mehr. Ich habe auch noch eine Glow-Ampulle aufgebraucht. Habe ich euch ja gesagt, dass ich nicht mehr viele Backups leider davon habe.
Dann habe ich eine Probe leer gemacht. Puh, ich glaube, das war eine Augencreme. Aber die habe ich nicht ganz leer gemacht, weil der Rest davon ist leider eingetrocknet. Ich habe auch jetzt vor, den Deagle hier aufzuheben und da vielleicht dann die Augencreme-Proben abzufüllen. Aber das muss ich noch schauen, ob ich das wirklich in dem Deagle mache. Mal gucken. Oder mir einen anderen suche und so einen transparenten mir einfach kaufe, weil ich weiß nicht, ob ich den da verwenden will. Ich glaube, ich werde mir einen kaufen. Die kosten ja eh nicht so viel und die kann ich dann ausschwappen und da sehe ich dann, wie viel drinnen ist, weil mich stört das, dass man das nicht sieht. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Eine Augencreme habe ich fast leer gemacht. Die war von Kiehl's. Ich mag diese Sachet-Probe nicht, wenn da Augencremes drinnen sind. Das trocknet so schnell aus und mir ist die leider ausgetrocknet. Ich fand sie für mich aber extra ein bisschen zu viel. Also nachkaufen würde ich mir die nicht. Ich habe schon viel Gutes von der Curd, aber nachkaufen würde ich sie mir nicht. Das kennt sie auch schon auswendig. Ich habe nur ein Lip Patch aufbrauchen können, weil ich habe so viele Fieberblasen im Oktober gehabt. Das war nicht mehr normal. Und jetzt habe ich auch gerade mit Munddecken zu kämpfen. Ich hoffe, ich habe es gut genug abgedeckt, aber ich glaube nicht. Ja. Leider habe ich so wenig Lippenpatches aufgebraucht. Aber vielleicht hole ich das ja diesen Monat auf. So, dann habe ich Augenpads wieder leer gemacht. Und zwar diese Chocolate Dream habe ich leer gemacht. Die waren okay. Die waren okay. Ich ärgere mich nur so, dass ich die so gebunkert habe, wenn ich noch nicht wusste, wie sie ist. Ich habe das jetzt auch mit der Lippenmaske gemacht. Ich will das nämlich für ein Haul-Video dann in der neuen Wohnung schon aufheben. Aber ich fand die okay, aber die waren jetzt noch nicht so speziell, dass ich sie mir bunkern hätte müssen. Da hätte ein, zwei Stück oder so gereicht. Aber ich konnte ja nicht anders und musste sie mir bunkern. So. Eine Tuchmaske habe ich leer gemacht und die war auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich würde mittlerweile keine Tuchmasken mehr kaufen, weil ich so viel Zeug habe. Die war von Action. Die fand ich wirklich gut. Da habe ich sogar noch zwei andere Sorten davon. Also die fand ich nicht schlecht. Ein Duschgel von Armani habe ich leer gemacht. Ich habe das jetzt, glaube ich, in den neuen aktuellen Adventkalender auch dann drinnen. Aber das werde ich dann aufheben zum Verschenken. Es war gut. Ich hatte das jetzt schon zweimal, aber jetzt ist auch genug. Ich mag ja den Duft eigentlich, aber jetzt habe ich schon die Schnauze voll davon ein bisschen. Deswegen. Und ich habe noch so viele andere Sachen. Da hebe ich es lieber auf zum Verschenken und ja. Aber es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht. So, da habe ich noch eine Probe leer gemacht. Das war eine Feuchtigkeitspflege. War okay, hat mich aber jetzt nicht vom Hocker gehauen. Da habe ich noch eine Maske leer gemacht. Die kennt ihr, die liebe ich. Ich weiß aber nicht, ob ich davon noch so viele Backups habe. Aber die Lemon Cupcake ist ja mein Ersatz von der. Also ja, ich traue der schon ein bisschen hinterher, aber die Lemon Cupcake ist ja mein Ersatz. Ich habe zwei Proben leer gemacht, die ziemlich fancy ausgeschaut haben. Ich nehme das kurz mal raus, um euch das zu zeigen. Man musste da dran ziehen und da waren die zwei Proben reingeklebt. Das war echt, echt fancy. Da war eigentlich noch so ein rotes Band dran, aber das ist mir abgerissen. Habe ich mir mal von der Arbeit aussuchen dürfen. Da waren zwei Proben drinnen. Ich zeige euch die kurz. Einmal das Augen-Double-Serum und das Gesichts-Double-Serum. Und das kennt ihr ja, das habe ich schon oft verwendet und liebe es. Und das für die Augen finde ich auch nicht schlecht. Ich habe Gott sei Dank von der Augen noch ganz, ganz viele Proben und habe sogar das beides sogar in Originalgröße noch zu Hause. Also Clarins wird immer mehr meine Marke, was ich mir nie gedacht hätte. Aber Clarins wird immer mehr so meine Marke. Ich habe nämlich auch eine Feuchtigkeitscreme aufgebraucht, die war auch sehr, sehr gut. Ich habe sie auch aufgeschnitten, das mache ich ja immer, wisst ihr schon. Die war auch sehr gut. Die würde ich mir sogar, vielleicht wenn ich weniger hätte, sogar nachkaufen. Aber ich würde eher das Sorbet gerne probieren. Das ist so eine leichtere Textur als das. Aber das war auch sehr, sehr gut. Wenn es so weitergeht, werde ich vielleicht demnächst mal zu Clarins wechseln, wenn ich irgendwann einmal weniger habe. So. Da habe ich jetzt noch eine Gesichtspflege, da habe ich Gott sei Dank noch ein Backup, weil die war echt gut. So als Make-up-Unterlage war die wirklich gut, die ist komplett ausgelutscht leider. Ich bin froh, dass ich davon noch eins habe, das war von IT Cosmetics, eine Confidence in a Cream. Anti-Aging, bla bla bla. Anti-Aging-Konzentrat. Ich habe Probleme mit dem Lesen, wie ihr seht. So sieht die aus. Ich habe keine Ahnung, wo man die kaufen kann. Ich habe die auf einer Schulung mal bekommen. Wir waren auch vor ein paar Monaten waren wir wieder auf einer Schulung und da haben wir die wieder bekommen. Und ich war so happy, wie ich das gesehen habe, weil die fand ich echt gut. Die fand ich wirklich gut und ich freue mich schon, dass ich sie wieder benutzen kann. Weil die als Make-up-Unterlage ist die mega. Die zieht schnell ein, die macht keinen klebrigen Effekt auf der Haut. Weil jetzt gerade habe ich ja die Everplump in Verwendung für den Abend.
Und die macht so ein komisches Gefühl in letzter Zeit. Also derer traue ich doch nicht mehr so hinterher, wie ich es damals gesagt habe. Da hat sich meine Haut ein bisschen verändert. Die braucht eher was Leichteres, auch jetzt in der Zeit. Zwei Bodylotion-Proben habe ich leer gemacht und die waren beide mega gut von Collister. Einmal die Slimming High Definition Slimming Cream, einmal die. Die war urgut, die hat so gut gerochen, aber ich darf mir nichts nachkaufen. Ich habe so viel Zeug. Ich habe wirklich viel Zeug. Und einmal die Sublime Melting Milk. Vielleicht kriege ich noch ein paar Proben davon. Muss ich mal nachfragen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die her habe. Vielleicht bei irgendwelchen Bestellungen oder so, weil die war schon ganz schön alt. Oder ich habe es von Freundinnen bekommen, aber die waren beide super. Ich habe auch passend dazu das Peeling aufgebraucht. Das wisst ihr ja, dass ich das gut finde. Das ist ja dieses Kristallpeeling mit den rosenen, mit der rosenen Paste. Ihr habt das schon oft in meinen Haul-Videos gesehen. Mich juckt, das ist echt nicht mehr normal. Ihr habt das schon oft genug in meinen Haul-Videos gesehen. Ja, ich liebe das, aber ich habe so viele Peelings. Auch Gott sei Dank noch von denen. Ich glaube, ich habe das 3-4 Mal oder so. Aber ich liebe es. Ich liebe es, liebe es, liebe es. Und ich werde es mir immer wieder nachkaufen. Aber jetzt aktuell habe ich Gott sei Dank noch ein paar. Und ich muss mich auf jeden Fall nochmal einschminken gehen. So, ich habe den Duschschaum leer gemacht. Von Body & Soul. Ich hatte ja den goldgelben, den fand ich nicht so gut. Jetzt hatte ich den rosanen, der war okay. Er hat mich jetzt nicht vom Hocker geholt, aber war okay. Nachkaufen würde ich ihn mir aber nicht, weil der riecht, finde ich, viel mehr nach Pfingstrose als nach Vanille. Aber war okay. Ich habe überlegt, ob ich jetzt die anderen beiden noch verwende, beziehungsweise nach... Also, ob ich die anderen zwei, das gibt es noch einen lilanen und einen grünen, ob ich die beiden jetzt noch verwenden soll, aber ich habe sie mir noch nicht gekauft. Ich überlege, ob ich sie mir kaufe, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das wirklich... Ich fand beide jetzt nicht so gut, weder den goldenen noch den. Da gehe ich lieber zu Rituals zurück oder ich habe mir jetzt von Bilou ein paar gekauft und von DM, ich weiß, ich war böse, habe ich mir auch vor kurzem einen gekauft, aber der haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Da würde ich lieber die, ich weiß nicht, die sind nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe, leider. Ich bin echt enttäuscht davon. Ich glaube, ihr merkt das selber. Ich bin wirklich enttäuscht davon, weil ich habe so gehofft, dass das für mich funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ich die anderen zwei Sorten jetzt noch ausprobiere, wenn eh zwei schon für mich nicht so passt haben. So, dann habe ich ein Körperöl leer gemacht. Das war mal ein Schulungsgeschenk. Das war sehr mühsam, das zu benutzen, wenn ich ehrlich sein darf. Das war wirklich, wirklich mühsam. Es hat sehr gut gerochen. Man riecht es jetzt gar nicht mehr. Aber der Duft war mega gut auf meiner Haut. Also mir hat der Duft so gut von dem gefallen. Ich habe es halt am Anfang eher so als Duschöl verwendet, weil man... Auf der Schulung haben wir nämlich gelernt, dass man das auf der nassen, feuchten Haut auftragen kann und das dann kalt abspülen soll. Das soll halt gegen Zellulite und so helfen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht und ich fand, dass es besser wurde. Jetzt nicht weg, aber besser. Nach einer Weile hat mir das nicht mehr so gefallen, dass ich es so verwende. Ich habe mir gedacht, komm schon, das ist eigentlich ein Bodyöl. Eigentlich solltest du dich damit einölen, sage ich jetzt mal. Und habe mir dann gedacht, okay, ich nehme es aus der Badewanne raus und verwende es als Bodyöl, was auch geeignet war. Es war gut, man konnte aber nur ganz wenig nehmen. Beim letzten Mal anwenden wollte ich das Ding einfach leer machen und habe so viel davon verwendet, dass meine Haut total ölig war, dass ich nochmal duschen habe gehen müssen. Aber es war nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Aber ich habe keine Lust, 60 Euro für dieses Ding auszugeben. Da bin ich auch geizig. Also da bin ich echt geizig. Ich habe nämlich gedacht, es kostet 50 oder 54 oder so. Da denke ich mir so, ja, tut auch weh, aber wenn es gut ist, warum nicht? Aber 60 Euro für ein Öl, das ich eigentlich als Duschöl verwendet habe? Nein. Also ich habe jetzt ein Trockenöl von Rituals. Ich habe mir den Adventkalender gekauft. Ich schaue schon weg. Den großen mit dem goldenen Baum, den teuren, den habe ich mir geleistet. Weil ich ja eine absolute Rituals-Sucht hatte in letzter Zeit, das habt ihr eh mitbekommen. Und da habe ich ein Trockenöl dazu geschenkt bekommen und da bin ich gespannt, wie das ist. Das werde ich auch bald hoffentlich benutzen können, aber das werde ich mir persönlich ehrlich gesagt nicht mehr nachkaufen. Wenn ich es geschenkt bekomme, ja okay, oder mit Gutscheine, wenn ich es unbedingt wieder haben will, spare ich drauf und sammle Gutscheine dann dafür, aber so fix werde ich es mir nicht nochmal kaufen. Ich finde 60 Euro für ein Öl, was ich als Duschöl verwendet habe, viel zu teuer leider. Aber es war nicht schlecht, es war wirklich genial. Die Haut war mega weich danach, also ja, es geht mir schon ab, aber
Ich werde keine 60 Euro dafür zahlen. Nein, ich habe zwei Düfte leer gemacht. Und bei einem bin ich wirklich traurig. Das war von Jean-Paul Gaultier de la Belle. Ich habe den so geliebt. Ich habe den so geliebt. Ich habe auch ein paar Leute, haben mich schon darauf angesprochen, wo ich ihn nicht mehr gerochen habe, haben mich ein paar Leute darauf angesprochen. Ich muss versuchen, dass ich den noch einmal kriege. Am Anfang war ich nicht so begeistert von dem. Ich habe es auch meinem Freund erzählt. Ich habe den nur so aufgespürt und dachte, boah, pfui, ist ja urgrauslich. Wie ich ihn aber länger oben hatte, habe ich mich so in den Duft verliebt. Und es gibt ihn nicht mehr. Der war ja so teuer. Der hat 120 Euro gekostet. Ich meine, es war so ein Sommer-Limited Edition Duft, wie ihr sehen könnt. Der hatte so ein extra Dekolleté da oben. Ich werde mir auch die Flasche aufheben. Ich weiß, ich bin ein kleiner Messi. Aber die Flasche werde ich mir schon aufheben. Ich habe ja ein paar in meinem Glaskasten, da werde ich ganz, ganz viele aussortieren und die wird auf jeden Fall dann bleiben, weil ich fand die Flasche einfach so wunderschön. Ich hoffe, dass ich den noch einmal irgendwo kriege, weil der war wirklich gut. Der war so gut. Ich bin, wie gesagt, angesprochen worden drauf, was ja nicht so oft der Fall ist. Aber den fand ich mega gut. Sollte ich ihn... Den will ich mir unbedingt noch einmal nachkaufen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil den gibt es ja offiziell nicht mehr. Also bei Müller müsste ich schauen, ob es ihn noch gibt. Da werde ich demnächst mal im Computer dann schauen, wenn ich wieder arbeiten gehe, weil ich habe diese Woche Urlaub. Aber der war mega. Ich kann nichts anderes mehr als an den Duft denken. Und ihr wisst, das ist bei mir nicht oft. Jetzt juckt mich meine Augenbraue. Bei mir juckt alles. Ich habe noch einen Duft leer gemacht. Das war von Chloé, der... Au Naturel. Es gibt eine zweite Variante, die stinkt bestialisch an mir, aber die hier mit dem hell mintfarbenen Mäschchen, die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Also ich mag ihn schon, aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Ich müsste ihn eigentlich noch für ein Video aufheben, die Flasche, weil ich wollte ein Video darüber machen. Weil ich mag, wenn Chloé, mag ich persönlich nur drei. Das ist der Nomad Naturel, der Chloé Naturel und der Leo, der Rosane. Den liebe ich. Also die drei sind meine absoluten Lieblinge. Obwohl der Nomad Naturel und der Rosane, das sind meine beiden Lieblinge. Und der ist so, ist okay, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, obwohl der lange bei mir hält. Aber ich weiß nicht, ob ich mir den nachkaufen würde. Da ist die Liebe zu dem Rosanen mehr da als bei dem jetzt da. Wenn ich nicht vergesse, werde ich euch bei beiden eh das einblenden, was da alles drinnen ist. Aber ich finde, er war okay, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, leider. Leider. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr für Dinge aufgebraucht habt, wo ihr trauert. Also bei mir ist auf jeden Fall der Jean-Paul Gaultier-Duft und mein Mandarine-Duschgel. Aber... ich bin froh, wenn ich was leer kriege. Ich bin wirklich, wirklich froh, wenn ich einmal was leer kriege, weil ich muss echt schauen, dass ich meinen Bestand ein bisschen minimiere, weil ich habe echt so viel Zeug. Jetzt, wo ich das ausräume und in die neue Wohnung rübertrage, merke ich das erst, wie viel das wirklich ist. Und das gehört echt minimiert. Gesichtspflege, Düfte. Ich habe auch ja vor, dass ich... ich glaube, das wird euch alle freuen. Ich werde ein Duftsammlungsvideo machen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das teile in Sommerdüfte und Winterdüfte, was vielleicht gescheiter ist, weil sonst werde ich niemals fertig. Ich meine, es ist doch weniger, als ich dachte. Ich habe zwar noch ein paar da, die ich noch mit rübernehmen muss, aber es ist doch weniger, als ich gedacht habe. Ich habe geglaubt, ich habe mehr. Zumindest hat das in dem Schrank so ausgeschaut, das hätte ich viel mehr, aber es ist doch nicht so schlimm jetzt. Es ist natürlich viel, aber es ist jetzt nicht so schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Also für mich nicht. Hätte schlimmer ausgehen können. Ja, also es wird ein Duftsammlungsvideo geben. Ich habe mir gedacht, ich sage euch das im Aufgebraucht-Video, aber das sehen die meisten Leute von euch. Ja, wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich habe halt vor, dass ich einen Winter und einen Sommer mache oder alle in ein Video. Wenn ich aber alle in ein Video gebe, dann kann ich nicht einzeln auf die Düfte vielleicht eingehen. Aber, oder ihr wollt ein 1-Stunden-Video über Düfte. Ich glaube, das würdet euch auch nicht stören. Aber das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. So lang ein Duftvideo. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem nämlich bei meinen Videos geschaut und habe gesehen, dass ich schon ein Sammlungsvideo gern machen würde. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Aber auch Freunde wollen ein Sammlungsvideo sehen. Ich habe vor kurzem mit einer geschrieben, die auch gerne ein Sammlungsvideo sehen würde. Und haben wir gedacht, ja okay, spring über deinen Schatten. Ich habe nämlich vor kurzem die ganze Zeit drüber nachgedacht und haben wir gedacht, ja okay, dann mache ich ein Sammlungsvideo.
Ausnahmsweise. Ich bin schon gespannt, wie das wird, aber okay. Das wird aber dann wahrscheinlich erst in der neuen Wohnung kommen, also mal schauen, wie ich das mache. Ich will nämlich noch ein paar Videos vordrehen, weil ich ja dann nicht weiß, wie schnell ich Internet in der neuen Wohnung habe, aber das sehen wir dann alles noch. Das heißt, es werden noch ein paar Videos in der alten Wohnung kommen. Ich hoffe, das versteht sie, aber sonst kommt ja länger kein Video, das will ich ja auch nicht. Und ich habe gerade so eine Phase, wo mir das wieder richtig Spaß macht, das Video drehen. Deswegen hoffe ich, das ist so eine gute Lösung, so gut es halt geht. Schminksammlung und so kommt dann sowieso in einem separaten Video, weil das mache ich aber dann erst, wenn ich zufrieden bin mit dem Aufbewahren, weil jetzt gerade aktuell bin ich es nicht. Ich hätte mir ein bisschen was anderes überlegen sollen, aber ich werde das schon hinkriegen irgendwie. Und wenn ich dann zufrieden bin, wie es jetzt gerade ist, dann werde ich ein Video abdrehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!